Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen zweiten keltischen Mittwoch wünsche ich euch allen und ganz besonders dir. Hier vor uns liegt der Übergang des Mondes vom Sternzeichen Jungfrau in das Sternzeichen Waage. Und zwar findet dieser Übergang in der Früh um 4.08 Uhr statt. Und dieses Horoskop, wenn ich gleich in medias res gehen darf, ist deswegen ein außergewöhnliches Horoskop, weil es hier eine dieser Gruppen gemäß Herbert Troinski erfüllt: Sonne im ersten Haus, Saturn im zehnten Haus und Mars ist jetzt nicht explizit im zwölften Haus, aber Mars geht sich mit der Spitze des dritten Haus, des zwölften Hauses und der 3-Grad-Regel, das wollte ich sagen, nicht dritte Regel, mit der 3-Grad-Regel geht sich das ganz genau aus, denn der Mars steht auf 23 Grad 51, wenn wir 3 Grad dazu rechnen, kommen wir auf 26 Grad 51 und es wäre hier noch eine gewisse Toleranz von über einem halben Grad. Also das heißt, es geht sich mit Häuserspitze 12. Haus 26, 16 Minuten sehr gut aus. Das heißt, wir haben es hierbei mit einem Horoskop zu tun, welches ein großes Ereignis für Deutschland, ein geschichtsträchtiges Ereignis auslösen wird. Vielleicht können wir herausfinden, in welche Richtung dieses Ereignis sich entwickelt oder darstellt, denn wir haben hier ein Briefkuvert, den Briefumschlag, nämlich Venus, Mond, Hauptdarstellerin, Pluto und Neptun bilden diesen Briefumschlag, der sich aus zwei Sextilen, Pluto, Neptun, Mond, Venus und zwei Trigonen, Venus, Neptun, Mond, Pluto zusammensetzt, aber auch zwei Oppositionen, Venus, Pluto, Mond, Neptun. Dieser Briefumschlag hat die Kraft, die beiden Oppositionen abzuschwächen, abzumildern, in ihrer Wirkung sozusagen zu dämpfen, zu reduzieren. Es handelt sich hierbei um ein Horoskop des Übergangs des Mondes in ein kardinales Zeichen. Und das ist eben eine dieser Gruppen, welche gemäß Herbert Troinski große Ereignisse im Weltgeschehen auslösen können. Was für mich auch zu Beginn erwähnt, weil sonst vergesse ich es wieder, deswegen erwähne ich es lieber gleich am Anfang, was mir hier aufgefallen ist: Venus im zweiten Haus Domizilstellung, Merkur im dritten Haus Domizilstellung, Mond im vierten Haus Domizilstellung, Pluto im achten Haus Domizilstellung, Saturn im zehnten Haus Domizilstellung und Jupiter im zwölften Haus in seinem alten Domizil. Ja. Jupiter hat früher eben das 9. und das 12. Haus beherrscht. Also ein bemerkenswertes Horoskop. Und wir haben hier gleich zu Beginn einen Aszendenten Krebs auf Krebsgraden. Und Hauptdarstellerin ist daher, ist nicht logischerweise daher, ist der Mond. Mond ist aber von Haus aus die Hauptdarstellerin. Also das ist bemerkenswert. Ich meine, es hätte ja jeder andere Aszendent auch sein können. Es hätte nicht Aszendent Krebs sein müssen. Also das ist bemerkenswert. Und wir können gleich zu Beginn erkennen, Aszendent Krebs weist auf eine starke Orientierung in Richtung Heimat hin, in Richtung Bevölkerung hin und Herrscher von 1 oder in dem Fall Herrscherin von 1 in 4 bedeutet für mich auch, dass hier jetzt das ganze Land in einem sehr starken Rückzugsprozess sich befindet, dass man sich wieder auf das eigene Land, auf die eigene Heimat konzentriert, dass der Patriotismus wieder im Vordergrund steht, dass man wegkommt von der Globalisierung wieder zurück zur Regionalisierung. Das Glück wird nicht mehr in der Weite gesucht, sondern man sucht es im trauten Heim. Und wir erkennen über die Position Mond in der Waage. Was heißt Mond in der Waage? Grundsätzlich ist es eine Position, wo man sich
wohlfühlt oder wo man ein großes Bedürfnis nach Harmonie hat, nach Verständigung, nach zwischenmenschlicher Verständigung, wo man auch in Beziehungen sozusagen Frieden sucht, auch hier die Harmonie sucht, und Mond in der Waage kann eben Streitigkeiten nicht ausstehen. Im vierten Haus würde Mond in der Waage zum Beispiel bedeuten, dass man das eigene Haus, das eigene Heim schön einrichtet, dass man es sich sehr wohnlich, sehr, wie sagt man, sehr ästhetisch, das Wort habe ich gesagt, dass man es sehr ästhetisch gestaltet. Und natürlich, Mond in der Waage ist auch für Kunstsinnigkeit sehr berühmt. Mehr ins Detail möchte ich nicht gehen, lassen wir es bei diesen wenigen Begriffen beruhen. Und wir kennen das vierte Haus, Spitze viertes Haus befindet sich in der Jungfrau. Schauen wir mal, wo hier der Schuh drückt. Sind das noch Stiergrade? Wir finden es gleich heraus. 3 Grad 56 von 2 Grad 30 bis 5 Grad haben wir Stiergrade. Das heißt, wir können erkennen, dass der Schuh hier beim Manitou Geld drückt. Also das heißt, hier haben wir das Thema Geld schon einmal angesprochen. Und Herrscher von 4 in 3 würde natürlich dann auch bedeuten, dass hier eben in der Bevölkerung sehr viel kommuniziert wird, dass hier eben sehr viel, wie sagt man, Gedanken ausgetauscht werden. Es kann natürlich auch, ja, leider etwas anderes bedeuten. Natürlich kann Herrscher von 4 in 3 auch bedeuten, dass, weil das dritte Haus steht für Wirtschaft, Handel und Industrie, dass hier eben sehr viele Immobilien zum Verkauf stehen. Und das Tragische an Herrscher von 4 in 3 ist, dass natürlich auch das bedeuten kann, dass man das Eigenheim verliert. Also diese Position ist nicht zu unterschätzen. Und Merkur ist noch Herrscher des 12. Hauses. Das heißt, wir sehen hier auch das Thema Unsicherheiten, Unklarheiten mit an Bord. Und dieses Thema kommt auch durch die Opposition Mond-Neptun zum Ausdruck. Mond-Neptun bedeutet generell, dass man zunächst einmal sehr sensibel ist, dass hier eine, wie sagt man, starke Empfindsamkeit im Vordergrund steht. Na, den möchte man nicht sehen, dass eine starke Empfindsamkeit im Vordergrund steht, dass man aber auch sehr leicht manipuliert werden kann, dass man auch sehr beeindruckbar ist und hängt natürlich auch in dem Fall, weil Mond, zum zweiten Haus kommen wir gleich, dass Mond als Herrscherin des ersten Hauses in Opposition Neptun, Herrscherin des 10. Hauses, natürlich bedeutet, ja, dass hier das ganze Land von den Stadsipaten hier wie benebelt, benommen, verzaubert, ja, komplett manipuliert wird, ja. Und wir haben das schon öfters gehabt, Neptun als Herrscherin von 10 in 10 bedeutet, dass hier sehr stark nach Ideologie vorgegangen wird, dass hier auf die Bevölkerung gepfiffen wird, das heißt, dass einem dass denen dort oben die Bedürfnisse der Menschen völlig egal sind, sondern dass hier einfach nach einem Plan vorgegangen wird. Denn Neptun steht für Sozialismus, steht für Kommunismus, dass hier einfach nach einer idealen Gesellschaftsform gestrebt wird, und da wird gnadenlos über die Bevölkerung draufgestiegen, drüber getreten oder wie sagt man, drüber gefahren. Das ist, glaube ich, der richtige Begriff. Gleichzeitig haben wir hier, um den Briefumschlag dann komplett zu machen, vielleicht können wir ihn öffnen. Schauen wir mal, ob wir die Büchse der Pandora oder den Brief an die Pandora öffnen können. Wir haben eine Venus-Pluto-Opposition und wir wissen, dass Venus-Pluto wofür steht? Immer für Intensität. Ja? Interessant, ich sage das gleich ein bisschen verspätet, wir haben in der neuen Zahlenreihe tatsächlich die 39, die für Zwangsbeglückung, für große Leidenschaft, für Intensität steht. Ja, das ist dieses Thema, Venus-Pluto, das haben wir genau hier, Volltreffer. Aber sowohl in der alten als auch in der neuen Zahlenreihe haben wir die 12, den Gehängten. Und das wäre wieder Mond-Neptun, sozusagen die Ratlosigkeit, die Planlosigkeit, dass man eben sich nicht mehr auskennt. Ja, das ist ein weltweites Thema, weil hier diese beiden Oppositionen sind weltweit natürlich, egal dann in welchen Häusern, hier, das ist ja auf Deutschland bezogen, aber diese Opposition ist weltweit dieselbe und auch hier diese Opposition zwischen Venus und Pluto ist auch weltweit ein Phänomen, und die sich anbahnende Konjunktion zwischen Mars und
Uranus und Algol ist auch weltweit ein Phänomen. Also das heißt, wir sehen hier, dass die Spannung steigt, dass die Stimmung steigt. Und wir wissen, dass eine alte Astrologenregel besagt, dass bei einem schwachen Mond, wobei ich natürlich den Mond in der Waage nicht als schwach bezeichnen würde, aber wegen der Opposition zu Neptun ist er schwach. Und gleichzeitig bei einem starken Mars, naja, Mars im Stier in Konjunktion mit Uranus, das würde ich sagen, ist schon ordentlich stark, ja? Dass wir hier eine Wuteskalation haben können, ja? Immer bedenken, schwacher Mond, starker Mars, das ist gefährlich. Das habe ich immer wieder auch in den Individualhoroskopen gesehen. Ja, ich habe mir Horoskope von Gefängnisinsassen auch ein paar Mal angeschaut, jetzt nicht allzu viele, ja. Aber immer, das hat mich immer wieder interessiert und ich habe festgestellt, dass bei einigen der Mond zum Beispiel, ich sage jetzt irgendein Beispiel, der Mond war in den Fischen und der Mars war, sagen wir mal, wo ist der Mars gewesen, zum Beispiel stark gestellt im Domizil wäre im Widder oder im Schützen oder im Skorpion, das wären starke Marspositionen. Und das heißt, das sind dann Menschen, wo zunächst einmal ja, die Faust ausfährt und dann sozusagen, wenn überhaupt, ein Denkprozess ausgelöst wird. Nein, was bedeutet der schwachgestellte Mond? Leichte Verletzbarkeit, das heißt, man ist sehr sensibel. Wir sehen ja Rückzug, das ganze Land zieht sich zurück, mehr als sich in die eigenen vier Wände zurückziehen, kann man nicht mehr. Es geht nicht mehr, ja, es geht nicht mehr. Weiter kann man sich nicht zurückziehen. Und hier schlägt dann der Mars als Herrscher des 11. Hauses und als Herrscher des 6. Hauses, die Krankheiten, das Krankheitsthema, europaweites Thema, ja, schlägt hier dann offensichtlich gnadenlos hinein. Na, das könnte schon mal für mich eine Art Vorhoroskop für den 15. Juli sein, wo wir dann die Konjunktion zwischen Mars und Uranus sehen werden. Ich bin schon selber sehr gespannt, sehr neugierig und natürlich muss das System, welches perfekte Astrologen hat, ein satanisches System, welches seit Jahrtausenden ja, Astrologie pflegt, das wissen wir aus dem alten Babylon, aus dem alten Ägypten, die beiden Hochburgen des dunkelsten und schwärzesten Satanismus auf diesem Planeten. Und da können wir natürlich ablesen, dass sie sich in Astrologie extrem gut auskennen. Und weil sie ja das Gesetz der Handlung immer gern in ihren Pranken, in ihren Klauen halten, werden sie am 15. Juli offensichtlich in Zugzwang befindlich eine Aktion starten müssen. Davon gehe ich halt aus. Aber wir werden das sehen, es dauert nicht mehr allzu lange. Rudi Carrell hätte gesagt, lass dich überraschen und wir haben 4 Tage noch bis zu diesem interessanten Ereignis. Na, das werden wir noch erleben, das geht sich noch aus. Also sehr spannende Geschichte, die wir hier sehen. Wir haben auch hier natürlich vom ersten Moment des Eintritts des Mondes in die Waage das Trigon zu Pluto. Mond-Pluto-Trigon ist für mich ähnlich wie Sonne-Saturn-Trigon. Das sind Aspekte, die auch, wenn sie positiv, in diesem Fall Trigon, wenn sie positiv sind, nicht immer positiv sein müssen. Denn Mond-Pluto steht immer für Intensität, für Leidenserfahrung. Natürlich im Trigonfall kann man damit konstruktiver umgehen. Also das heißt, man kann es auf Neudeutsch besser handeln. Ich weiß nicht, ob das mit dem Händel zu tun hat. Keine Ahnung, kann sein, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, vielleicht hängt es mit den Händen zusammen. Kann auch sein, möglich ist vieles. Was sehen wir in diesem Horoskop noch? Wir waren zuletzt bei Venus-Pluto stehen geblieben. Venus-Pluto, da geht es um Macht, ja. Das sind Machtspiele und wir sehen, die Venus ist ganz frisch in den Löwen übergegangen. Wo ist sie? Hier 0 Grad 30 im Löwen. War zuvor im einfühlsamen Krebs, im fürsorglichen, im liebevollen, also im Verwöhnmodus, weil Venus im Krebs bekocht gerne, verwöhnt gerne, tut gerne gut, es ist hilfreich und auf einmal Umschalter, Löwe. Da geht es um Selbstdarstellung, um Prunk, um Pracht, aber auch um das intensive Auskosten allen Schönens. Und natürlich auch, wie alle Planeten im Löwen, auch ein gewisser Machtanspruch. Ja? Also das heißt, die Venus im Löwen ist jetzt keine Besetzung, die sich gerne versteckt, sondern die zeigt gerne, was sie hat und wer sie ist. Und hier haben wir die Opposition zum rückläufigen Pluto und da könnte ich mir gut vorstellen, dass wir hier durchaus Machtspiele sehen werden. Machtspiele auf welchem Bereich? Die Venus
ist die Herrscherin des 12. Hauses, Spitze 12. Haus im Stier, aber sie beherrscht auch das 5. Haus. Gut, jetzt kann ich das Ganze ein bisschen banal interpretieren, das ist auch nicht, warum nicht banal interpretieren, wir haben jetzt Urlaubszeit und normalerweise heißt Herrscher von 5 oder in dem Fall Herrscherin von 5 in 2, Kreativität oder Glücksspiel bringt Geld. Das 5. Haus hängt aber auch mit dem Urlaub zusammen und wir haben hier Mond als Herrscherin von 1 in 4 und Mond als Herrscherin von 2 in 4. Ja? Also da investiert man lieber das Geld ins eigene Land und hier haben wir den Urlaub und der Urlaub, Finanzen, Venus, Pluto, Pluto im 8. Haus als Herrscher des 6. Hauses. Das heißt, hier könnte es zu einer Art Economy-Class-Urlaub werden in der Heimat. Also das ist jetzt eine von verschiedenen möglichen Interpretationen. Die Venus, ja, Venus-Pluto ist natürlich auch eine sehr starke Leidensbereitschaft, also eine große, große Intensität, eine große Gefühlsintensität haben wir hier auf jeden Fall. Und Mond Opposition Neptun steht auch für intensive Gefühle. Also das heißt, wir haben hier schon einmal eine sehr starke emotionale Vorspannung. Natürlich kann Pluto als Herrscher des 6. Hauses im 8. Haus auch bedeuten, dass das Thema Krankheit, du weißt, was ich meine, ja, Frostschutz, das Thema Krankheit hier im 8. Haus bereits große Wirkung hat. Das 8. Haus ist das Haus des Todes. Und hier über das Trigon zum Mond sehen wir, dass im ganzen Land hier eine Art Schwächeprozess und Leidensprozess stattfindet. Ja? Das heißt, ja, und das Leiden strahlt auch auf die Venus hinunter. Und das hängt natürlich dann auch zusammen, kann durchaus sein, dass viele Menschen nicht mehr in der Lage sind zu reisen über große Entfernungen. Das heißt, die müssen zu Hause bleiben. Und hier fällt mir natürlich auch der Saturn als Herrscher des 7. und 8. Hauses. Gut, er ist rückläufig, aber er ist in Konjunktion mit Nessus. Und das ist natürlich ein starker Niedergangsprozess, den wir hier erkennen. Nessus steht für Heimtücke, Mord, Rache, aber auch Übergang und Neugeburt. Für mich ist das 7. Haus in den letzten Monaten oder von mir aus Wochen immer wieder gewesen, die militärische Auseinandersetzung im Osten. Wir können es aber auch durchaus als Verlust von Handelspartnern, das ist ähnlich, ja. Die beiden Themen sind ja miteinander sehr stark verknüpft, weil wir haben jetzt hier eine starke Polarisierung. Wir haben hier sozusagen einen Staatenbund, der sich da herauskristallisiert hat, nennen wir es die BRICS-Staaten zum Beispiel. Ja. Können auch andere Staaten noch mit dabei sein. Und hier 8. Haus heißt Verlust. Ja. Der Verlust von Handelspartnern, Rückläufigkeit heißt, es wurden hier in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen, die sich offensichtlich jetzt auswirken. Und Sonne steht als Herrscher des 3. Hauses für Wirtschaft, Handel und Industrie. Herrscher von 3 in 1 heißt große Bedeutung für die heimische Wirtschaft. Und die Sonne steht ganz offensichtlich auf Schützegraden. Und das bedeutet, wir haben wieder das Thema Nervosität und hohe Aktivität mit an Bord. Ja, auch wenn es sich hierbei um ein Trigon handelt, kann es natürlich trotzdem gespannte Auswirkungen haben. Es kann natürlich kann man auch astrologisch die Möglichkeit theoretisch in Erwägung ziehen, dass hier, auch wenn es eine Niederlage hagelt, ja, also das heißt, es schaut militärisch nicht gut aus, kann das trotzdem über das Trigon für die Wirtschaft ein Impuls sein, wie wir ja wissen, mit Krieg verdient man das meiste Geld. Ja, es ist immer so, mit dem Leid der Menschen macht man gerne Blutgeld, das haben wir in der Geschichte, glaube ich, immer wieder und wiederholt gesehen. Wer ist der Uranus? Uranus ist als Herrscher des 9. Hauses. Wenn ich dieses Horoskop jetzt wegen der Position Sonne in 1, Saturn in 10 und Mars an der Spitze des 12. Hauses als ereignisträchtiges Horoskop interpretiere, dann nehme ich die Spitze des 9. Hauses für den Wilden Westen. Und zwar Spitze 9. Haus im Wassermann, interessant,
Diese Staaten haben tatsächlich Wassermann-Aszendent und wir sehen hier Löwe gerade. Das heißt, sie sind sehr stolz, arrogant, überheblich und Herrscher von neuen Uranus im 12. Haus und der alte Herrscher des Wassermannes ist der Saturn. Ja. Beide stehen meines Erachtens geschwächt. Saturn zwar sehr stark im 10. Haus, aber geschwächt wegen der Rückläufigkeit und der Konjunktion zu Nessus. Und Uranus natürlich an der Spitze des 12. Hauses steht für Manipulation, Machenschaften, Lüge, Betrug. Ja. Und könnte schon mal hinkommen. Natürlich eine andere Interpretation wäre Herrscher von 9, Spitze 12. Haus, dass wir hier einen starken Auflösungsprozess des Wilden Westens sehen, aber den sehen wir schon, glaube ich, seit längerer Zeit. Also das heißt, spätestens seit Kinder-Joes genialen Auftritten wissen wir, da läuft irgendwas gewaltig schief. Glücksdrache ist hier noch nicht komplett. Das Briefkuvert wird hier eben soeben mit Mars-Uranus-Konjunktion geöffnet. Wir sehen hier eine Annäherungsphase Europäische Union und Wilder Westen. Die beiden begleiten einander in den Abgrund, aber auch bei dem Manipulationsbetrugsspiel, weil das ist das 12. Haus auch. Die beiden kooperieren hier sehr, sehr stark bei diesem großen Betrug. Und 6. Haus ist hier auch mit an Bord. Was könnte das 6. Haus bedeuten? Eben, naja, ich würde sagen, eine Schwächephase. Also das heißt, wir sehen hier meiner Beurteilung nach eine geschwächte Europäische Union. Kann natürlich auch eine andere Aussage sein, wenn das 6. Haus die Krankheit ist, auch Arbeitsplätze sind möglich, wenn das 6. Haus für Krankheiten steht, dann sehen wir, dass das Krankheitsthema in der gesamten Europäischen Union nach wie vor unter den Teppich gekehrt wird. 12. Haus, wissen wir ja, ist sozusagen die Vernebelung, die Verschleierung. Kann auch bedeuten, 6. Haus für Arbeitsplätze stehend, das heißt, dass hier die Arbeitsplätze in der gesamten Europäischen Union einem Auflösungsprozess unterliegen. Das würde sich dann auch sinnvoll mit dem 4. Haus ergänzen, Herrscher von 2 in 4, dass eben offensichtlich die Menschen das Geld lieber sparen, also im 4. Haus im eigenen Land belassen. Ja, im Großen und Ganzen ist, habe ich hier glaube ich so das meiste besprochen. Ja, ich habe vergessen, Jupiter als eingeschlossener Herrscher, eingeschlossen im 12. Haus, kann sich jetzt nicht wirklich durchsetzen, haben wir hier Aspekte, haben wir irgendwelche Hauptaspekte, zumindest Sextil sehe ich hier keines. Wir sehen in Bälde ein Quadrat zwischen Saturn und Jupiter, aber das braucht noch ein wenig und ja, kann noch 3 Monate dauern, möglicherweise. Aber ansonsten auf die Schnelle sehe ich keinen Hauptaspekt. Es wird in weiterer Folge die Venus ein Sextil zu Jupiter bilden. Also das heißt, hier ist der Glücksfaktor ein bisschen gehemmt, bisschen eingesperrt. 6. Haus könnte natürlich auch das, wie gesagt, wie wir das hier schon gesehen haben, Herrscher von 6, Spitze 12. Haus ist ähnlich wie eingeschlossener Herrscher von 6, eingeschlossen im 12. Haus. Also das heißt, das Krankheitsthema und das Thema Lüge, Verschleierung unter dem Teppich kehren ist nach wie vor akut vorhanden. Ja, im Großen und Ganzen sehr spannendes Horoskop, sehr aufschlussreiches Horoskop. Für mich liegt das Gefahrenmomentum hier in Mars Uranus. Das könnte nämlich dann bedeuten, ja, das könnte natürlich auch bedeuten, dass hier in ganz Europa Uranus sozusagen kann auch für Gerechtigkeit stehen. Die Wahrheit kann natürlich auch für ausländische Bevölkerungsanteile stehen, dass hier sozusagen eine Explosion sich anbahnt. Und es bahnt sich dann auch natürlich das Quadrat zwischen Merkur-Mars, Merkur-Uranus an. Also hier haben wir einigen Druck im Häferl, wie gesagt, weil der Mond eben durch die Opposition mit Neptun stark geschwächt wurde und deswegen sehr empfindlich gestellt ist. Machen wir einen Blick auf die beiden Zahlen rein. Wir haben morgen den 12.07.2024, 12 und 7 ist 19, doppelte 21, 23 und die 27 ergibt die 9 als Quersumme. Wir haben die 12 schon genannt. Die 12 steht für mich sehr wahrscheinlich für die Opposition Mond-Neptun. Die 19 eine
Schutzzahl, eine große Schutzzahl, gefolgt von der 21, der größten Schutzzahl der Welt. Also das heißt, hier sehen wir dann noch eine halbe Schutzzahl, die 23, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von fern die Hilfe her. Das heißt, wir sehen hier drei, wenn du so möchtest, Schutzzahlen hintereinander. Das heißt, offensichtlich wirkt dieser Briefumschlag doch sehr abmildernd, sehr abfedernd. Also das heißt, gemäß alter Zahlenreihe wird dieses Ereignis Mars-Uranus-Konjunktion hoffentlich doch nicht so schwer wiegen. Die 27, eine Zahl des Fleißes, eine Zahl der Arbeitsamkeit, der 200-prozentige, ob das jetzt hier so dazu passt, Merkur-Herrscher von 4 in 3 Bevölkerung, in der Wirtschaft, ich weiß es nicht, die Bevölkerung ist eher, würde ich sagen, sehr starke Kommunikation der Menschen untereinander, aber auch die Gefahr eben, wie ich das schon gesagt habe, wegen des Immobilienverlustes, also das heißt der Verlust von Haus und Hof. Schauen wir uns einmal die Grade von Merkur an, vielleicht können wir da was herauslesen. Merkur steht auf 14 Grad 53, gut, ja, das passt dann. Dann würde natürlich die 27 passen, denn das sind Jungfraugrade von 12 Grad 30 bis 15 Grad, jawohl, die 27 hätten wir dann auch gefunden. Und Merkur ist dann tatsächlich die Quersumme der alten Zahlenreihe, steht für Rückzug, steht für Denkprozesse, Überlegungsprozesse und auch für Klugheit. Die neue Zahlenreihe, morgen haben wir den 21. Grad des vierten Monats Krebs im Jahr 1742. Das heißt, wir haben folgende Zahlenreihe: die 21, die 25, die 26, die 33, die 37 und daraus resultierend die 39 und daraus wieder die 12 und die 3. Als erste Zahl die 21, auch die neue Zahlenreihe zeigt höchstes Glück auf Erden, die Welt, also das heißt, es kann so schlimm nicht werden, hoffen wir alle natürlich, wir alle hoffen, wir wissen natürlich, dass der Dritte Weltkrieg nicht zustande kommt, denn wir sind für Frieden, wir sind für Harmonie und wir sind in erster Linie für die Wahrheit. Interessant, Spitze, viertes Haus in der Jungfrau, nicht im Merkur, sondern Merkursherrscher von 4 in 3, ja, da könnte schon so manche Information an das Ohr der Bevölkerung dringen. Die 25 ist eine Streitzahl, eine Zahl der Rache. Naja, Venus, Pluto, vielleicht so ein bisschen wegen des skorpionischen Stachels. Aber natürlich, Mars, Uranus ist natürlich eine äußerst explosive Angelegenheit, besonders im Stier. Ja. Und dann noch Spitze 12. Haus, also das heißt, das kann dann sehr schnell ausufern, denn das 12. Haus steht ja für die Grenzenlosigkeit. Ja, ja. Die 26, ich gebe es auf, ich suche sie gar nicht mehr, ich weiß nicht, wo ich sie finden könnte. Die 26 bedeutet, man wollte es sich leicht machen, man wollte eine Abkürzung nehmen und darf jetzt natürlich, wie halt dieser Pfeil hier bedeutet, Umwege machen. Die 33, die große Meisterzahl, ja, die 33, das kennen wir von gewissen Brüdern, die sich gerne die Hände zum Bunde reichen. Die 33 heißt aber auch großer Gefühlsreichtum, so starke Gefühle, dass man eben Angst hat, verletzt zu werden und deswegen einen auf hart spielt. Das ist eben eine dieser Folgen, wenn der Mond, wie hier, über Neptun stark geschwächt ist und dann sehr sensibilisiert wird. Und die 37 weist auf eine große Liebesqualität hin, ja, also eine schöne, eine gute Zahl, also ja, immer angenehm. Die 39 habe ich zuvor schon erwähnt, also große Intensität, große Leidenschaft, ja, große Machtansprüche, Venus-Pluto-Opposition eindeutig. Und die Quersumme ist dann die 12, ja, der Gehängte, Mond-Neptun und die 3 ist dann das Ergebnis, die Herrscherin, eine uranische Zahl und uranisch weist hier auf das 12. Haus hin und auf die nach wie vor laufende Verschleierung der Wahrheit. Aber es kommt heraus, ja, es kommt alles ans Tageslicht und es wird nicht mehr allzu lange dauern. Du fürchtest schon, du ahnst schon, was jetzt kommt. Ja, ich weiß, das hatten wir schon mal, dieses Video, aber mir hat es gefallen. Strahlt irgendeine Ruhe aus, dreh es ein bisschen leiser. Bitte heute wieder um 19.50 Uhr unsere 1, 2, 3 magischen Minuten, mit denen wir in die Ursachensphäre eingreifen. Ja, wir Menschen haben
unvorstellbar mentale und magische Kräfte, und nutzen wir diese zum Konstruktiven, nutzen wir diese Kräfte, um uns sozusagen von den Satanisten zu befreien, aber nicht so, wie sie das möchten, sondern so, wie wir das wollen. Und wir machen das ganz einfach mit mentaler Kraft, mit liebevoller Energie, mit positiven Bildern, mit Erfolgsbildern. Ganz wichtig, Bilder, bei denen du dich wohlfühlst. Du sollst dich bei deinem Visualisieren wohlfühlen, Erfolgsbilder und Szenen, wo du einfach dich angenehm fühlst. Ganz einfach. Wenn du dann noch in die Energie der Freude gehen kannst, dann schaltest du noch den Turbo zu und dann, ja, was will man mehr? In dem Sinne noch einen wunderschönen, möglichst kühlen, ja, der war gut, ja, möglichst kühlen falschen Donnerstag oder zweiten keltischen Merkurtag. Alles Liebe, dein Astrowolf. Ende.